Hallo zusammen, willkommen zurück. Hier ist Ann-Sophie und heute zeige ich euch einmal, wie ihr den Speicherplatz bei eurem Motorola Moto G13 erweitern könnt, indem ihr einfach eine SD-Karte einlegt. Wir haben in diesem Telefon Platz für eine SD-Karte, also können wir den ja auch nutzen. Und wir gehen jetzt einmal hin und holen einmal diesen SIM-Karten, SD-Karten-Schlitten da raus, öffnen das und hier haben wir dann das gute Ding. Hier haben wir einmal schon unsere SIM-Karte natürlich drin und hier ist die SD-Karte und die legen wir jetzt hier oben einmal ein. Huch, da springt meine SIM-Karte raus. Das wollen wir ja nicht. Und wenn wir dann das da drin haben, dann packen wir das einmal wieder ins Telefon. Wir müssen jetzt als erstes einmal wieder unsere SIM-Karte entsperren. Wenn wir jetzt zu unseren Einstellungen gehen und zu Speicher, dann haben wir hier dieses Gerät und die SD-Karte von SanDisk. Hier ist quasi nichts drauf, 16 MB belegt, okay, damit kann man leben. Genau, und da könnt ihr jetzt auch eure Sachen drauf speichern. Das ist also, wie ihr eine SD-Karte in das Motorola Moto G13 einlegt. Ich hoffe, es hat euch geholfen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!